Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema and Will aus Liebe zum Film. Ja, im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann, um den Thriller, den Cop-Thriller im Netz der Gewalt. Hier mir freundlicherweise von Capelight Pictures zur Präsentation und Rezension zur Verfügung gestellt. Aber nicht nur das. Ihr seht hier noch ein weiteres Exemplar, welches ich original verpackt lasse und dann im Anschluss an meine Filmkritik an euch weiterreichen werde. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Jetzt gucken wir uns zuerst einmal die Blu-ray an, wie das Cover aussieht. Wir haben hier wieder Capelight typisch den Hinweis, dass ein Wendecover mit beiliegt. Das finde ich immer fantastisch. Und auf der Rückseite haben wir dann hier oben eine kleine Überschrift, eine Inhaltsangabe, ein paar Szenenfotos sowie den Hinweis, was sich alles an Bonusmaterial auf der Disc befindet und selbstverständlich die technischen Daten. Dann machen wir das Ganze ja einmal auf. So, wunderbar. Und sehen hier eben schon auf der Rückseite das Wendecover. Und hier haben wir dann die Disc, die wie folgt aussieht. Super gestaltet. Und was mir hier gleich auffällt, ist, dass es ein echt tolles Design hat. Und beinahe hätte ich das FSK-Logo übersehen vor lauter Blau. Das wäre noch herrlich gewesen, muss aber leider drauf gemacht werden. Ist ein bisschen schade, immer versaut so ein bisschen das Motiv, vor allem hier so nah am Gesicht. Aber ansonsten gefällt mir das Design auf jeden Fall gut. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr überhaupt Wert legt auf Wendecover, auf toll designte Disc oder ob ihr sagt, nee, ist mir Schnuppe, ich interessiere mich einzig und allein. Auf den Film möchte ich mich konzentrieren, der steht im Mittelpunkt, das alles andere ist nur Schnickschnack, was ich nicht brauche. Also schreibt mir dazu gerne einen Kommentar, ich werfe den Film jetzt in den Player und dann sehen wir uns zu meiner Review wieder. Bis gleich. LAPD Officer Ray Mandel und Neuling Nick Holland sind gemeinsam auf Streife in Los Angeles. Für Nick ist es der erste Einsatz überhaupt, für Ray die erste Nacht als Begleitung eines Rookies. Der Polizeifunk schickt die beiden von einem Einsatz zum nächsten, doch je weiter die Nacht voranschreitet, desto mehr versinkt die Stadt im Chaos. Zwei Polizistenmörder sind auf der Flucht und ein skrupelloser Cop durchkämmt die Straßen auf der Suche nach Vergeltung. Noch bevor seine erste Schicht vorbei ist, muss Nick erkennen, dass es Wahnsinn und Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten des Gesetzes gibt. Und er begreift, was es wirklich heißt, ein Cop zu sein. So viel einmal zur Inhaltsangabe. Kommen wir zu den Schauspielern und wir haben in der Hauptrolle Thomas Jane, den ich ja immer gerne mit Aaron Eckhart verwechsel. Aber Thomas Jane kennt man aus The Punisher oder zum Beispiel Deep Blue Sea. Er spielt den erfahrenen Cop hier wirklich hervorragend mit sehr vielen Facetten. Sein Gesichtsausdruck ändert sich immer wieder im Verlaufe dieses Einsatzes in dieser Nacht, mal gleichgültig hinterm Lenkrad lässt er schon das linke Auge so leicht etwas sacken, dass man denkt, den geht alles am Arsch vorbei und der pennt jetzt gleich hier ein. Im nächsten Moment ist er wieder hellwach, voller Adrenalin, hat den eiskalten Killerblick auf. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und eben Luke Kleintank, der hier den Rookie spielt, der macht seine Sache auch gut, durchlebt eine echt üble Nacht und wandelt sich hier vom unerfahrenen Rookie bis zu einem Typen, der dann endlich gecheckt hat, worauf es ankommt, um in einer Stadt wie LA als Polizist zu überleben. Wir haben hier einen Polizei-Thriller. Man darf jetzt nicht erwarten, dass es hier eine Actiongranate ist, wo es nonstop irgendwelche Verfolgungsjagden oder Schießereien gibt. Das ist es nicht. Wir haben einen Thriller, wo wir eben erleben, was die Polizisten erleben in ihrem Alltag in LA. Wir werden von einem Einsatz zum anderen mitgenommen, begleiten die beiden durch die Nacht. Da kommt es mal vor, dass es ein bisschen ruhig ist. Es gibt nur eine Beschwerde. Dann gibt es eine Betrunkene hinterm Steuer. Das ist mal amüsant. Dann ist es wieder spannend. Dann ist es wieder total eskalierend, auch von der Gewalt her. Also ab und zu explodiert die Gewalt hier. Man sieht auch ein paar Kopfschüsse und so weiter und so fort. Deswegen ist die FSK 16 auch gerechtfertigt. Und so steigert sich das Ganze im Verlaufe der Nacht. Und man denkt sich, Wahnsinn, das ist nur eine
einzige Nacht, was hier los ist. Also sehr abwechslungsreich, sehr spannend, teilweise auch amüsant. So ein, zwei Einsätze sind dann etwas ruhiger, aber okay, so ist das Leben eben. Ja, es ist nicht irgendwie Non-Stop-Action oder Aufregung angesagt. Also das fand ich schon sehr realistisch dargestellt und zum Schluss hin, ja, hat das schon so ein richtig tolles Ende. Hat mir gut gefallen, ja. Für Freunde oder Filmfans von Filmen wie eben End of Watch oder Colors, Farben der Gewalt und natürlich auch Training Day ist dieser Film definitiv sehr zu empfehlen. Ich war mehr als positiv überrascht. Auch ich dachte echt so, ja, vielleicht ein bisschen mehr Actiongranate oder so. Aber nein, das Ganze entpuppt sich als sehr realistischer Polizeithriller, der hier von Alec Baldwin produziert wurde. Alle, also ihr merkt es, mir hat der Film gut gefallen. Im Netz der Gewalt bekommt von mir eine 8 von 10 Punktebewertung und wer jetzt Bock hat, sich diese Blu-ray hier zu krallen, die ich zu verschenken habe, der schreibt einen Kommentar mit dem Hashtag CapelightPictures und ich werde dann zeitnah jemanden per Zufallsgenerator auswählen, dem ich diese Blu-ray kostenlos zur Verfügung stellen werde. Also in diesem Sinne, denke ich mal, hat allein die Aktion von CapelightPictures einen Daumen nach oben verdient. Wenn euch das Video gefallen hat, sowieso bitte einen Daumen nach oben, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr oder Aktionen wie eben Blu-rays zu verschenken. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus.